Boing, 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 boing. Sei ja schon da. Loi, bin noch nicht so schnell. So, und damit ein fröhliches Miau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic Survival mit dem lieben Jakob. Hallo, guten Tag. Hallo. Und meine Eltern waren so lustig gerade, während wir aufgenommen haben und haben das Haus dekoriert. Weihnachtlich. Und ich habe mir deswegen den singenden Weihnachtsmann geschnappt. Steht jetzt hier neben mir. Oh, und er kann jetzt singen? Ja. Das ist genial. Failed to load the world. Version mismatched. Please update your client and try again. Nun Scheiß. Hast du schön gesungen. Gedingsbumst. Gesaxophont. Wir haben übrigens schon wieder... Oh mein Gott, das ist ein Wait. Alarm. Alarm. Wait. Alarm. Wie war das bei... Alarm. Die Mauer stürzt ein. Wie war das? Bido. Nee, wie war das bei Burg Falkenstein? Im Holiday Park. Keine Ahnung, wie das bei Burg Falkenstein im Holiday Park war. Hallo! Hallo! Zu den Shotguns! Ja. Erledigt. Dafür bin ich jetzt hierher geschwommen. Nee, hier sind noch Leute. Alarm! Alarm! Ich bin da. Alarm! Jetzt sind ja nur die kleinen Viecher. Ja. Wo ist der? Da. Hab ich nicht gesehen. Hier drüben ist noch einer. Wo? Elektrospinnen! Mein Kill. Oh. Und das für nichts. Mein Diamonds. Was sagst du eigentlich zu meinen Regalen hier? Also die da an der Wand hängen? Wo? Was? Da, über dem Craftboard. Ah! Ja. Okay, sieht gut aus. Aber irgendwie sind hier noch ganz viele Kisten, die müssen noch irgendwo hin. Ja, ich. Was sagst du zu der, komm mal mit? Komm mal mit, Jakob. Warte, ich craft erstmal. Ey! Okay, dann kommst halt so mit. Komm, Jakob. Schieb dich jetzt einfach in den Aufzug, Konservatorkräften. Bleibt das da jetzt? Bleibt da jetzt drin? In der Crafting an sich. Ja, offensichtlich. Ja, ich weiß. Solange du das nicht beendest, kannst du lange so weit raus sein, wie du willst. Jakob, nicht mich begatten. Was? Erinnere dich. Was sagst du? Zu schmal, nein, alles gut. Super. Vielleicht solltest du sie noch beleuchten. Aber, Das ist eine Brücke. Kein Raumschiff. Ja, nee, aber du könntest ja... Wo soll ich denn hier Lampen hin platzieren? Du könntest... Ja? Vielleicht wie so eine Girlande oder sowas darüber hauen. Oder, nee. Oder was du vielleicht auch machen könntest. Oh fuck. Ist da wie so eine Laterne nebenan? Keine Ahnung, ich find's relativ dunkel. Oder du leuchtest einfach so von der Ferne. Den tust du da rein. So, dann geht's weiter. Mach mal 4 aus, geht weiter im Text. Drück mal die 3. So, dann drück mal die 2. So, dann ist hier Ende im Gelände. So. Wo sind denn noch fette Bäume? Die machen am meisten Spaß. Dann nehmen wir erstmal eine Tanne hier vor uns. Auch Tannen müssen weg. So. Sehr wichtig. Was? Sag mal... Warum liegst du hier im Graben? Was? Wo?
Wo liege ich? Also bei mir liegst du gerade mit Sam. Hä? Hä? Warum steht dein Auto noch hier? Wo ist mein Auto hin? Du bist hier gerade bei mir richtig weird in meiner Badesliden. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, beschreib, wo ich bei dir bin. Wo du bist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das Auto hier bei mir zu Hause steht. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, warum du sagst, du bist am Holzfarmen, wenn das Ding hier liegt. Ja, das Auto war gerade bei mir. Da ist jetzt despawned. Ich sitze gerade in dem Auto drin. Ja, ist ja auch nicht mehr bei mir. Das Auto ist weg. Das ist hingegangen. Ich saß gerade im Auto drin, ich schwöre dir. Als ob ich ohne Holzfarm gehe ohne Auto. Wie ist das? Ich fahr halt! Hier. Ah! Ich hab's. Nein, lass mich! Gut. Viel Spaß und vergesst dein Auto nicht wieder. Ich bin doch mit Auto losgefahren. Oh Gott. Das war intelligent. Da bin ich anders von dir gewöhnt. Mann. Aber ich bin wirklich mit Auto losgefahren. Aber jetzt steht doch noch hier. Da steht kein Auto. Stand jetzt ja nicht. Jetzt habe ich es zu dir gefahren, aber... Ich bin wirklich... Jakob. Ich habe gerade hier gesägt mit diesem Auto. Das Auto stand hier so übelst, es war so auf dem Kopf überschlagen und es hat sich einfach alles gedreht. Die Räder haben sich gedreht, die Sägen haben sich gedreht, alles war an. Ja, vielleicht liegt das daran, dass ich es bedient habe. Aber es lag hier bei mir. Ja, was weiß ich denn? Und dann bin ich eingestiegen, weil ich es wieder aufrichten wollte. Und dann ist es despawned wahrscheinlich bei mir. Ich hätte wahrscheinlich was abbauen müssen, weil wir es duplizieren können. Okay. Komische Geschichte. Oh, das geht gut gerade. Der Baum. Oh! Oh! Was geht denn hier? Leute, so! Ja! Genau das ist der Sinn dieses Fahrzeugs. So! So nämlich. Boah. Der Baum ging ratzefatze. Das war optimal. Der Baum. Der war optimal. Würde ich sagen. Es war ein optimaler Schnitt. Faszinierend. Das ist ja echt geil mit Tanne. Tanne, wo bist du? Nächste Tanne, bitte. Ich glaube, ich baue hier nur Tannen. Das macht ja richtig... Ha, da sind wir doch. Ich habe den Baum gefunden, den ich fällen will. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird hier ein großer Baumer. Jetzt ist der große Baum am Stissel. Jetzt geht's ab hier. Parkposition. Festklammern. Haben wir? Ne, haben wir nicht. Ich hab nicht getroffen, Jakob. Ich hab nicht getroffen. Nee, noch nicht. Jetzt. Komm. Ja. Und säge. Oh nein. Rückwärts, vorwärts. Vorwärts. Halten! Gott. Na komm, geht. Mach weg. Da. Also Tannen gehen besser als die fetten Bäume. Aber der fette Baum geht auch gut. Oh, wir haben Rohrverstopfung. Schlecht. Rohrverstopfung. Sägeblatt hat nicht genug Kontakt
Jetzt Verstopfung. Ganz schlecht. Hallo, Sektor. Verstopf. So, weg hier mit dem Baum. Weg. Komm, Blatt. Das liegt doch mitten auf dem Sägeblatt. Du musst doch... Oh. Ja. 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 Ja, 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 ja. Weg. So. Ja. 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 So. Okay. War's das? Nee, noch nicht. Noch kurze... Oh. Ich dachte schon, wir hätten... Oh, wir haben... Oh, wir haben jetzt... Oh, wir haben riesige technische Probleme, Jakob. Für das? Na, die Einsaugautomatik ist voll. Ist verstopft. Wir haben Engpässe. Ich habe den Baum zu schnell abgeholzt. Die Einsaugautomatik ist voll. Oh ja, die ist voll. Ich habe die Automatik... Geben die Tannen eigentlich das bessere Holz oder das Scrapholz? Die Tannen geben das Scrapholz. Ja, dann sind sie nicht gut. Was? Dann sind sie aber nicht besonders gut. Nee, ich war aber gerade an einem großen Baum. Also, an dem Gallenbaum beschäftigt. Und ich habe dadurch die Einsaugautomatik voll bekommen. Ich habe einen ganzen Container gerade hier voll gemacht, obwohl ich hier ja schon gegenarbeite mit einem Schredder. Das ist natürlich nice. Ja. Ich muss jetzt aber erstmal wieder so einen Baum finden, wo ich hier ran kann. Weil die normalen Laubbäume sind ein bisschen nervig, weil die haben so viel geäst. Hey, Bot! Verpiss! Ey, hier wird nicht ausgewichen. Yes. Hallo. Hä? Hallo? Wo bist du? Ich muss, glaube ich, gerade mal einen Zwangsstopp einlegen. Ich muss erst warten, bis meine Entleerungsautomatik einsatzbereit ist. Ich glaube, sonst wird das schwierig, diesen Baum hier zu fällen. Kann ich mir vorstellen. Und hier kann doch nicht wahr sein, dass hier alle 3 Sekunden hier irgendwelche Bots kommen. Tot, tot, stirb, danke. So. Dann platzieren wir den mal kurz hier dran. Ich will diesen Baum. Der gefällt mir. Der geht ruckzuck. Auch wenn ruckzuck nur Scrapholz ist. Wir müssen auch mal Übergangsbäume machen. So. Mach zu. Und abfallen. Weg damit und weg da. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Gibt's hier Überreste? Rutscht hier was durch? Ja, und irgendwas leckt hier gerade. Warum leckt es gerade? Wo gibt's hier die Probleme? Also, ich habe gerade nichts gemacht. Ja, ich kann nur gerade am Muscheln fahren und... Das ist wahrscheinlich bei mir, weil ich hier gerade Bäume abfülle. Ich habe Klebe gefarmt, um mir ein paar Lampen zu machen, um das Baumaß ein bisschen zu beleuchten. Okay. Ich habe irgendwie gerade Rohrverstopfung schon wieder. Leute, hier geht's... Ich verstehe nicht, warum das nicht runtergeht. Es ist eine Schrägung, warum... Ach so, ich habe die Förderer nicht an, das ist natürlich dämlich. Und jetzt verkeilt sich das. Leck mich doch. Kann nicht wahr sein. So, jetzt gehen die Sägen an. Sägen, Attacke. Das liegt mitten auf den Sägen. Und du willst mir jetzt sagen, dass du das nicht sägst. Oder was? Ich wollte schon sagen. Also hätte ich mich echt verarscht gefühlt, wenn er jetzt gesagt hat, das kann ich leider nicht sägen. So. Wäre dieser Baum auch weg. Mein Problem ist, ich finde hier keine großen Bäume gerade. Da! Halt! Zurück! Da! Das ist erst mein zweiter großer Baum jetzt. Hier auf der Tour. Aber nicht, weil ich so langsam bin, sondern... Weil ich halt keine finde.
Wir sind aber nicht besonders häufig. Hallo, kannst du mal aufhören? So. Baum fällt! Uff, Tata, wir haben Verstopfung. Und Lag. Ja, das sowieso. Ja, ich habe hier gerade ein kleine. Muss noch mal ganz kurz hier. Ganz kurz hier noch was erledigen, dann sollte das besser werden. So. Zu viel Freies auf. Zu viel Bewegliches auf was Bewegliches. Hallo? Baum? Du musst fallen. Das ist gerade Baum. Und ich weiß nicht, ob der Baum das weiß, aber für mich heißt das Bewegung in Richtung Boden. Ich verstehe das nie. Wo ist denn jetzt euer Problem hier? Hallo, bewegen Sie sich mal bitte Richtung Sägeklinge. Einmal bitte Richtung Sägeklinge. Jetzt geht's, jetzt. Halt, 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 halt. So, geht's jetzt? Gehen wir jetzt wieder in Richtung, wo ich will? Ja, jetzt geht der Baum, jetzt geht's wieder abwärts. Jetzt geht's wieder hier runter, jetzt geht's. Jawohl. Hallo, komm schneller. Ich muss hier, glaube ich, oh. Kann es sein, dass sie den Benzinverbrauch hochgeschraubt haben? Ich weiß es nicht. Nö, eigentlich nicht. Hallo. Komm. Hallo. Fall. Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll das? Das ist ja eine senkrechte Ding. Wovon was wirst du gehalten? Wo wirst du gehalten? Kann nicht sein, oder? Wir haben hier sogar eine Holzkiste, der ja nur Holz drin ist. Wir haben wo? Die wo? Vorletzte. Ah ja, ich sehe es. Ja, vorletzte Links. Aber wir haben doch jetzt wieder relativ Holz. A little bit. Ja, ein bisschen. Ich hoffe, du kommst da mit meiner Ordnung zurecht. Den Chemiekanister, den habe ich jetzt erstmal bei uns ins Regal gestellt. Ich glaube, der ist halt eher unnötig. Erstmal, wenn wir den dann brauchen, dann haben wir ihn da immerhin ein bisschen nicht so. Ja. Außerdem sieht der ganz nett aus. Ich finde die Textur von dem ist sehr schön. Ja. Dem Lila. Weißt du, was wir vielleicht nochmal machen sollten? Ist nochmal so eine Kartoffelkanisterbox. Weißt du, damit wir hier nicht immer Kartoffeln in der Gegend stehen haben. Ja. Obwohl unser Ziel ist ja eh, eine Kiste voll mit Kartoffeln zu machen. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ups. Wenn man eine Kartoffelbox abschießt, geht die kaputt? Nee. Warum? Keine Ahnung, hätte ich mir vielleicht denken können. Was ich mich noch immer frage, wann denn endlich das mit diesem Brennbar reinkommt. Ich sag dir, dass das wird was mit den Chemiedingern zu tun haben. Für Flammenwerfer. Ja, aber wann kommt es? Da dauert noch. Capture 2, was sagst du? Kapitel 2, was sagst du? Meinst du da? Oder erst Kapitel 3? Kapitel 2. Also, wir haben es relativ früh angekündigt. Das war ja mit dem Ding drin und sonst würde er auch nicht stehen, so von wegen Flammable und so. Das wird schon damit zu tun. Roboter. Du bist der Roboter? Okay. Warte, ich muss noch eine loste Sache machen. So, passt besser, ne? Guck mal, das ist das Tigo-Trigger-Schild. Weißt du, warum das triggert? Nein. War nicht in der Mitte. Da ist doch gar kein Schild. Ich bin der Roboter. Bum, bum, bum. Naja, bevor du das jetzt auch wegnimmst.
Ich hab das nicht weggenommen. Ich hab das die, nicht. Die sieht doch eigentlich sogar ziemlich gut aus. Die könnte man als also die. Ja. Maschine. Wie sieht ist das eigentlich von Zustand. Vorne aus? Sieht das bescheuert aus? Das sieht. Es geht. So besser? Oder mehr so? Das sieht schlimm aus, aber ja. Jetzt hast du die. Jetzt sieht das aus wie die Haare von ihm und beim anderen war so sein Gesicht noch mit dabei. Das war jetzt sehr überraschend. Ja, hätte es nicht gedacht, ich kann mich halt gut tarnen. Ey. Aber nur so als. Ach, das Schild ist 3 Blöcke breit? Jo. Nicht so schnell, mein Freund. Hallo. Hallo. Kann ich springen? Kannst du springen? Nee, aktuell auch nicht. Ding. Aussichtsplattform. Brücke. Ah, okay. Und hier ist Rohr. Oh fuck. Was machen wir eigentlich mit den ganzen tote Botköpfen da? Da lassen. Nee, die. Hilf. Da finde ich noch einen richtigen. Oh mein Gott. Du weißt, dass wir in der Farm auch noch ganz viele haben, ne? Ja, das reicht mir erstmal. Ich glaube, wir können so einen Container bauen. Und dann ist da so eine Tür drin und da sind dann ganz viele von diesen Köpfen drin. Aha. Und solange werde ich erstmal eine Truhe dafür benutzen, um die da reinzulagern. Features, die Scrap-Mechanik noch haben müsste. Ähnlich wie ein Astronier, dass man Teile schreddern kann, um die dann irgendwie zu recyceln. Vielleicht macht man daraus das Scrap-Metal oder so. Und dass man so Teile wiederverwerten kann. Ich glaube, das kommt noch. Meinst du? Dann ja. Auf jeden Fall ein Update für die Rohre da, weil ja. Dafür gibt es aktuell zu wenig und. Ja, es fehlen Kreuzungen. Es fehlen noch so Logistik. Da muss noch Logik hinter. Also. Ja, also vielleicht so Sortiersysteme oder sowas. Ja. Oder. Also ein Kack. Das heißt, du brauchst eigentlich weich. Nein, du brauchst gar nicht. Du brauchst nur einen Filter. Du brauchst Kreuzung. Und das war's. Vielleicht Filter, noch so. Kreuzung. Vielleicht Rohrpumpen, die so Truhen leer machen und so. Ja, stimmt. Das braucht man auch. Und was man braucht, ist, dass ich an Truhen Sachen reservieren kann. So was weiß ich. Ja. Sage, dass an diesem Platz nur. Munitionsdinger liegen. Ja, und die dann auch da angefragt werden und hingepumpt werden. Ja. Und tatsächlich fände ich es ehrlich gesagt auch ganz cool, wenn man Strom bräuchte, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Es gibt ja schon Strom. Naja, ich meine so in der Form, dass du, keine Ahnung, die ganzen, dass du an deiner Kreation, wenn du da irgendwie, wobei das wäre ziemlich nervig, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir wären beide mehr abgefuckt, wenn wir für den Craftbot Batterien bräuchten. Das stimmt. Weil du willst dann mal was bauen und dann so, schon wieder, Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, das würde ich mehr nervig finden als schön. Wenn ich das ja, gut. Hier mit Strom versorgen müsste. Aber es fehlt irgendwie noch dieses Basis-Kraftwerk-mäßige, finde ich. Also ein bisschen. Ja. Also irgendwie eine Idee, wie man da das einbringen könnte. Vielleicht machen die das Basis-Kraftwerk-mäßige, was vielleicht cool wäre, wäre noch so Heizung. Dass sie sagen. Heizung. Ja, ich würde es richtig geil finden, wenn es Scrap-Mechanik Schnee gäbe. Und dass du dann, was weiß ich, im Winter. Holz verbrennen muss, damit du nicht erfrierst. Oder in der Nacht Holz verbrennen muss, weil es zu kalt ist.
Verstehst du? So hast du zwar keinen Strom, aber so hast du dann einen gewissen Bereich, den du dann beheizen musst, damit du dich da aufhalten kannst. Ja, oder was auch noch krass wäre, vielleicht wenn man, wenn die, also aktuell greifen die Farmers dann oder so dein Feld an, vielleicht, dass man so eine Art Energieturret hat. So, ich finde, momentan hat es zu wenig, aber vielleicht so eine Art Tesla-Spule, die irgendwie, die sind ja aus Metall, dass nahe gesehene Sachen so getasert werden. Mhm. Oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und dann könnte man da halt mal dann so Strom. Ja, gibt viele coole Sachen noch. Was ich zum Beispiel, wo ich auch noch richtig Bock hätte, weil ich habe das in Trailern gesehen, aber dann hat es nie ein Spieler umgesetzt, ist ein Fahrzeug mit Wasserkanone. Wie meinst du das? Ja, wir haben ja aktuell die Wasserkanone. Aber ich habe noch nie irgendeinen Spieler da wirklich mit gesehen, der irgendwas damit macht, außer Farm bewässern. Weil das ist Kanone und ich glaube, damit soll man dann auf Ratatatata-Peng-Tour. Aber dafür hat man nicht genug Wasser. Also. Na doch, kann eine ganze Kiste voll mit Wasser füllen. Rein theoretisch. Ja, man kann das ja so als. Aber das würde ja nur was gegen Haywards bringen. Ja. Naja. Könnte man machen, muss man aber nicht. Gut, dann. Ich glaube, es ist eine dumme Idee, sich im Aufzug auszuloggen. Ich bin dann mal. Ciao, ciao. Nein, geh in den Aufzug. Schade. Schluck auf. Ja, Schluck auf. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr es wie seht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit noch Tschüss und Miau. Ciao. Ciao.